Den Anfang meines Overhauls machen die Startvorgaben der einzelnen Völker, die Buffs für die Trojaner und ein paar kleinere Änderungen. Um ehrlich zu sein, hatte ich lange Zeit gar nicht vor, die Startvorgaben groß zu ändern, bis Andorra mir den Denkanstoß für die Vorgaben der Wikinger gab. Danach habe ich mir die Startvorgaben genauer angesehen und gerade im HG-Bereich Handlungsbedarf entdeckt. Manche von euch denken jetzt vielleicht, war das nicht genau das, was The Woods für die WM versucht hat? Weil das hat ja nicht so richtig funktioniert, wie du selbst sagtest. Tatsächlich ist der Ansatz aber hier ein anderer. Zum einen hatte The Woods das Problem, dass es letztendlich nur eine Karte war. Für eine Karte kriegt man Leute eher nicht dazu, ein komplett neues Volk zu lernen. Zum anderen waren die Startboosts in The Woods zusätzlich zu dem, was die Völker normalerweise haben. Ich möchte tatsächlich vermeiden, den Völkern einfach nur stumpf mehr zu geben. Es geht auch nicht darum, hier primär irgendwas zu balancieren, sondern um einen flüssigen Start für alle Völker, aber innerhalb gewisser Grenzen. Ich konnte ziemlich schnell aus den Vanilla-Startvorgaben Regeln ableiten, in denen wir uns bewegen können. Die offensichtliche ist, dass Holz und Stein zusammen immer gleich sind. HG hält diese Regel am konsequentesten ein. Holz plus Stein ergeben hier immer 85. LG und MG weichen an einigen Stellen ab, aber gerade bei MG wird es schwierig, weil hier einfach die Spielerschaft fehlt, die Feedback zu etwaigen Änderungen geben könnte. Die andere Regel betrifft das Baumaterial indirekt. Wir haben drei Werkzeuge, die für die Baumaterialproduktion wichtig sind, aber wenn wir auf die Endprodukte abzielen, dann können wir Äxte zunächst ausklammern. Wenn ich Sägen und Spitzhacken jetzt gleich gewichte, kommen wir auch hier auf eine Regel wie beim Baumaterial, die das Spiel auch weitgehend einhält. LG hat jeweils insgesamt zwei dieser Werkzeuge, nur die Mayas weichen gezwungenermaßen davon ab. Ihre Säge würde ich aber auch nur maximal halb zählen, da sie nur eine Axt bekommen. LG ist insgesamt von den Vorgaben her am besten balanciert. Wer also primär LG-LG oder HG-LG spielt, wird die Diskrepanz zwischen den Völkern nicht so zu spüren bekommen. MG arbeitet mit Sägen plus Spitzhacken gleich 6, nur die Mayas tanzen aus der Reihe mit einer überzähligen Spitzhacke, dafür haben sie aber auch nur 44 statt 54 Baumaterial. Inwieweit das ein Problem ist, kann ich so nicht einschätzen. HG strebt insgesamt 8 Sägen und Spitzhacken an. Der einzige Ausreißer hier sind tatsächlich die Wikinger mit ihrer zusätzlichen Säge und Axt, und es bringt ihnen leider gar nicht so viel. HG arbeitet normalerweise mit 8 Äxten, 3 Sägen und 5 Spitzhacken für alle Völker. Ich weiß nur nicht, in welchem Universum die Mayas und die Wikinger die gleichen Bedürfnisse haben. Die Holzindustrie der Wikinger, abgesehen vom Sägewerk, braucht einfach gar keinen Stein. Andros Denkanstoß war, den Wikingern 5 Sägen und 12 Äxte zu geben. Dem stimmte ich auch grundsätzlich zu, war aber von Anfang an der Meinung, dass die Wikinger einfach irgendetwas aufgeben müssen. Mit den beiden etablierten Regeln im Hinterkopf entschied ich also, dass die Wikinger dafür zwei ihrer Spitzhacken aufgeben müssen. Für die Wikinger natürlich ein guter Deal, den sie aber auch brauchen. Den gleichen Regeln folgend stand auch im Raum, einige der Startsteine der Wikinger in Holzbretter umzuwandeln, da sie aufgrund ihrer weitgehend steinfreien Holzindustrie am Anfang einfach kaum Stein benötigen. Für den Moment wurden 8 Steine in Bretter umgewandelt. Für die Römer, Trojaner und Mayas wurde der Ansatz dann ebenfalls ausprobiert. Die Mayas blieben am Ende weitgehend bei den ursprünglichen Vorgaben, verlieren aber eine Axt. Das sollte sie aber nicht ernsthaft schwächen, da wir auch eine Variante mit 2 Sägen, 5 Äxten und 6 Spitzhacken getestet haben, die auch durchaus funktionierte. Einige Spieler bauen das dritte Sägewerk als Mana ohnehin schon nicht. Den Slot sollten eigentlich die Trojaner behalten, da ich keine Doppelungen haben wollte. Letztendlich entschieden wurde es aber, die Mayas wieder auf 3 Sägen und 5 Spitzhacken zu setzen. Es wäre etwas uncool, wenn ausgerechnet die Mayas Holzprobleme bekämen, während die Wikinger nicht umgekehrt Steinprobleme bekommen können. Für die Römer gingen wir auf 4 Sägen, 9 Äxte und 4 Spitzhacken. Das ist für die Römer rechnerisch ein kleiner Gewinn, aber der Stein könnte ihnen am Anfang schon fehlen. Sie werden aber mit beiden Konstellationen sehr gut zurechtkommen. Und mir war auch wichtig, dass die Startvorgaben die Bedürfnisse der Völker tatsächlich widerspiegeln. Die Trojaner waren etwas komplizierter. Hier kamen wir zu dem Schluss, dass auch sie am Anfang mehr Holz als Stein benötigen, also teilen sie sich die 4 Sägen und Spitzhacken mit den Römern, bekommen aber eine 10. Axt. Das liegt daran, dass sie erstens höhere Baukosten haben und ich zweitens die Äxte anhand der Sägewerke des jeweiligen Volks skaliere, wenn auch etwas lose. Tatsächlich ist die Ähnlichkeit zu den Römern aber auch eine Täuschung. Auf den ersten Blick sehen die Trojaner zwar aus wie kopierte Römer, aber eigentlich sind sie der direkte Gegenpol, wozu ich aber ein eigenes Video machen muss, weil das jetzt zu weit führt. Aufmerksame Spieler denken jetzt vielleicht, Moment, das Sägewerk der Trojaner ist langsamer als das der Römer, also was bringt ihnen die zusätzliche Axt? Eine gute Frage und damit kommen wir zu den Buffs für die Trojaner. Mein ursprünglicher Plan war, ihre Baukosten einfach auf das zu regeln, was die anderen Völker haben, mit Ausnahmen für die Goldschmelze, Kohlemine und das große Wohnhaus. Fotor als Trojaner-Man war davon jedoch nicht wirklich begeistert und im Nachhinein betrachtet widersprach dieser Ansatz auch meinem Grundsatz, die Völker womöglich eben nicht einfach nur anzugleichen, sondern ihre Eigenheiten und Macken beizubehalten. Ich war eigentlich der Meinung, dass in den höheren Baukosten ein zu großer Rattenschwanz hängt, als dass man sie lassen könnte, da sie auch längere Bauzeiten und eine stärkere Beanspruchung der Träger hervorrufen. Das wäre auch sicher einfacher gewesen, aber wir entschieden uns dann für einen anderen Ansatz. Wir gingen also alle Gebäude der Trojaner durch und entfernten bei fast allen die Production Delays, also die Pause zwischen zwei Arbeitsgängen.
Das waren je nach Gebäude meist 1-3 Sekunden. Nur der Förster, der Holzfäller, der Fischer und die Minen hatten längere Pausen. Hier ist eine Sekunde aber nicht gleich eine Sekunde. Die Goldschmelze gewann durch ihre Sekunde nur 0,05 Arbeitsgänge pro Minute, weil ihre Animation ebenso lang ist. Das Wasserwerk dagegen macht mit der gleichen Änderung locker einen halben Arbeitsgang mehr. Der erste Test war aber erschreckend. Die Trojaner dominierten nun deutlich und das war nicht mal ihr volles Potenzial. Und es war vor den Änderungen der Startvorgaben zu 4 Sägen, die den Spielfluss ja auch verbesserte. Die Frage war also nicht, ob man sie nerft, sondern wie. Ich wollte zunächst die Baukosten der Gebäude, die noch nicht höher sind, entsprechend erhöhen. Das hat Foto auch getestet, kam aber zu dem Ergebnis, dass es die Trojaner nicht wirklich eingrenzt, sondern sie sich einfach nur absolut schrecklich spielen. Schlimmerer Holzmangel als Wikinger, schrecklich. Es hätte vermutlich auch die Spielweise in LG verzerrt, wobei ich das doch hätte ausgleichen können, da es eine Möglichkeit gegeben hätte, die beiden etablierten Regeln etwas zu biegen. Eine weitere Sache, die wir beibehalten wollten, war die bestehende Dynamik zwischen dem Standardaufbau und dem Mana-Aufbau. Also mussten wir klären, wo man die Buffs zurücknimmt. Die Schwerindustrie war nun deutlich auf Platz 3, mit Ausnahme der Goldschmelze natürlich, und die Minen waren auch nicht mehr die allerschlimmsten, stellen aber auch keine neuen Rekorde auf. Je nach Konkurrenz bewegten sie sich nun zwischen Platz 2 und 4. Das war also absolut im Rahmen, selbst ohne die höheren Baukosten. Und dieser Buff begünstigte beide Aufbaustrategien der Trojaner gleichermaßen, war also auch in der Hinsicht unproblematisch. Es blieben also Grundproduktion, Mana und Nahrung. Letztendlich entschieden wir uns, die Buffs für Holzfäller, Steinmetz, Förster und Fischer zurückzunehmen. Gerade die Grundindustrie war wohl die Hauptursache für die Lawine gewesen, da die schnellere Produktion natürlich auch allgemein einen viel schnelleren Aufbau begünstigte. Mana und Nahrung, mit Ausnahme der Fischerhütte, behalten ihre Buffs. Diese sind zwar durchaus noch auf dem Block, falls die späteren Änderungen wieder zu OP-Trojanern führen sollten, aber hier ist auch kein einzelnes Gebäude wirklich ein Ausreißer. Hier müsste man also im Zweifel genau schauen, wo man den Buff lässt und wo man ihn entfernt. Die Trojaner haben somit nun unter anderem das schnellste Sägewerk im Spiel, mit einer Sekunde Vorsprung zu dem der Mayas. Angesichts des höheren Preises absolut gerechtfertigt. Die Trojaner bekommen so das meiste aus jeder Säge, aber was das Kosten-Nutzen-Verhältnis in Sachen Baumaterial betrifft, bleiben die Wikinger ungeschlagen. Auch die Getreidefarm ist nun die schnellste und kann eine Produktion von 1,8 erreichen, im Vergleich zu 1,74, die sie sich vorher mit den Römern teilte. Mit dieser aktuellen Konstellation sind die Trojaner nun erkennbar stärker, bewegen sich aber immer noch im Rahmen der anderen Völker. Großer Dank geht hier an Fotor, dessen Einsichten in die Trojaner wirklich wichtig waren. Einige Ausnahmen bei den Baukosten gibt es aber. Der Marktplatz ist nun wie allen anderen Völkern auf 2-2. Das mittlere Wohnhaus kostet nun einen Stein weniger und ist damit auch im Rahmen der anderen Völker, aber eben weniger platzeffizient. Das große Wohnhaus steigt dafür im Preis von 10,14 auf 10,16, dafür geben sie nun 65 Siedler. Rechnerisch bringen sie weiterhin so viel wie die der anderen Völker, die auf 60 Siedler angehoben wurden, sodass man nun wirklich eine Wahl hat, ob man Zeit oder Rohstoffe sparen will. Diese Zahlen könnten sich noch ändern, aber ich möchte die großen Wohnhäuser auch nicht zu sehr buffen, da sie das mittlere nicht überflüssig machen sollen. Ich arbeite auch an einer alternativen Idee, die alle drei Häuserarten brauchbar machen könnte, aber die wäre etwas invasiver, also eher etwas für einen separaten Testzweig, den man später einrichten könnte. Ansonsten änderten sich bisher eher Details. Die Aussichtstürme der Wikinger und Maya sind nicht mehr sinnlos teurer als die der Römer und Trojaner. Das große Wohnhaus der Wikinger kostet nun 14,10 statt 15,9, wodurch es im Abriss ebenso lukrativ wie sein Gegenstück bei den Mayas und Trojanern ist. Wobei man natürlich auch die Mayas und Trojaner auf ungerade Baukosten hätte setzen können, wenn man sagt, dass man große Wohnhäuser tendenziell eben dann baut, wenn man keine Häuser mehr abreißt. Könnt ja mal sagen, was ihr dazu denkt. Ich denke, dass beides funktionieren sollte. Ein Wikinger-Buff kommt in Form der Köhlerei, die dank etwas Animationshacking nun ein Verhältnis 1:1 produziert, wobei ihr Überproduktion vermeiden solltet, da sonst Rohstoffe verloren gehen. Lager in der Nähe für die Kohle sind erstmal Pflicht. 1:1 klingt erstmal sehr mächtig, aber wir reden hier von einem Gebäude, das genug Holz für zwei Sägewerke frisst und im besten Fall damit eine Kohlemine ersetzt. Im Late-Game bzw. an dem Punkt, wo ein Wikinger seine Siedlung nicht mehr erweitern möchte, definitiv mächtig, aber nicht unbedingt ein No-Brainer. Sollte sich die Köhlerei wieder erwarten als zu stark erweisen, wäre es immer noch möglich, ihre Kosten zu erhöhen, ihre Arbeitszeit zu verlängern oder sie so zu ändern, dass sie ein Werkzeug benötigt. Eine Axt vielleicht. Der nächste große Schritt wird die überarbeitete Magie sein. Dieser Aspekt wird wahrscheinlich am meisten an der Spielweise der nicht-römischen Völker verändern und gerade die Wikinger und Mayas sollten davon profitieren. Womit sich auch das Problem der klaren Wikinger- und Maya-Posis lösen sollte. Bei den Trojanern ist nicht ganz so viel Luft nach oben, da sie mit Köstlichkeiten immerhin schon einen strategiedefinierenden Zauber haben. Wir haben hier eine Menge spannendes Zeug und es wird auch keine kleine Herausforderung, das zu balancieren. Aber ich bin überzeugt, dass es sich lohnen wird. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Diese Version des Overhauls könnt ihr selbst ausprobieren. Entweder über die Enhanced Edition, die euch das Ganze bequem installiert und auch wieder deinstalliert, oder über meinen Discord-Server, wo ihr dann aber die Dateien selbst installieren müsst. Der Overhaul enthält auch zwei Varianten von The Woods. In einer sind alle völkerspezifischen Startboosts deaktiviert, in der zweiten zusätzlich noch die PT-Mauern. Das ist vielleicht gerade für WM-Teilnehmer interessant, die auch weiter gerne diese Karte spielen. Auf meinem Discord findet ihr auch den Feedback-Kanal.
Bitte hinterlasst euer Feedback möglichst dort. Ihr könnt natürlich auch anderswo über den Overhaul reden, das hier ist ja nicht Fight Club, aber ich kann nur im Feedback-Kanal garantieren, dass ich die Sachen auch sehe. In diesem Sinne, viel Spaß beim Siedeln.